Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Kingdom Hearts 3 Chain of Memories. In der letzten Episode haben wir uns durchs Schloss Olymp gefailt, durch die Arena des Olymps. Und in der heutigen Episode werden wir uns, nachdem es hier, wie gesagt, den zweiten Besuch von Traverse gibt's hier nicht. Wir gehen als nächstes einfach in die Welt von Agrabah. Und Agrabah ist eine meiner Lieblingswelten in dem Spiel hier. Der Agrabah ist richtig overpowered. Darum gehe ich da auch gerne relativ früh hin. Aber das Timing hier ist eigentlich ziemlich perfekt. Hier gibt es eine Handvoll Karten, die wir... Erstmal gibt es eine Handvoll neue Gegner, die wir hier finden können. Außerdem ist die Weltenkarte hier ziemlich stark. Also die Weltenschlüsselschwertkarte quasi. Und... ja, ansonsten... da steckt einer in Schwierigkeiten. Oh, hey Junge, was geht? Das ist Aladdin. Wir müssen Aladdin helfen. Ja, keine Sorge, Digga. Wir sind da. Wir retten dir deinen Arsch. Das ist auch ein ziemlich langer Kampf jetzt hier. Hier müssten ziemlich viele Gegner auf uns warten. Auch einige neue, soweit ich weiß. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, um sowieso schon mal alle Kämpfe in der Welt zu zeigen. Aber erstmal haben wir guten alten Lurchis. Oh, da ging voll daneben. Jo. Oh, neue Gegners. Erstmal Blitzfungis. Und diese fliegenden... die Heilerfungis. Und natürlich die Soldaten hier. Und... wow, noch mehr neue Gegners. Und jetzt zeige ich euch, warum die Welt so... das hilft mir nix. Wir brauchen Karten, die Zahlen haben, anständige. So, ja, wir können es auch so machen. Ich zeige euch jetzt mal, warum das so böse ist. Guckt euch mal an, was der gute Aladdin hier gemacht hat. Der droppt haufenweise Mogri-Punkte. Die wir uns jetzt auch gleich mal alle einverleiben. Während der gute Goofy aufgeräumt hat. Wenn wir noch eine Aladdin-Karte bekommen, machen wir das Ganze nochmal. Nö. Wird wohl nichts mehr mit der Aladdin-Karte. Aber wir haben zumindest gewonnen. Und einen Speierpunkt gibt's auch. Aber ihr seht schon, das ist der Grund, warum ich die Welt hier mag. Wenn ihr Aladdin-Karten ausspielt, dann droppen alle Gegner Mogri-Punkte. Und wenn ihr euch eine schöne Gruppe von Gegnern zusammensucht, könnt ihr da halt durchrasen bis zum geht nicht mehr und Unmengen an Punkten rausholen. Also die Welt ist super, um Punkte zu farmen. Die Legende? Ah, du hast die Lampe. Aha. Das ist eigentlich ein ziemlich verschwendeter Wunsch. Ich meine, ja, wir sind zwar noch mehr Herzlose da, aber hey, wir haben die anderen auch alle kaputt gemacht. Genug des trockenen Humors. Hierbei würde ich gerne nochmal zu einer Schweigeminute für Robin Williams aufrufen, der den Genie gesprochen hatte. Er ist leider von uns gegangen letztes Jahr. Sehr, sehr traurig. Wir wollen ihm hier gedenken. Ich widme diesem Part hier Robin Williams. Aber ja, damit sind wir in Agrabah. Und Agrabah hat hier auch einen schönen großen Raum. Hier gibt's viele Herzlose, viele Dinge zum Kaputtschlagen, wo wir gute Gegenstände bei rausholen können. Und eben, wie gesagt, es gibt hier noch die besondere Weltenkarte, die wir noch nicht haben. Und hier, guckt euch das an. Was hier Gegner rumwuseln und... yeah! Genau das meinte ich. Nice, perfekt. So.
nicht alle getroffen, aber hey. Wir haben doch einiges dabei rausgeholt. Aladdin? Nö, Goofy. Und ja, Aladdin-Karten sind halt genauso random wie Donald und Goofy. Die ploppen hier einfach rein. Haben wir hier eine Goofy-Karte. Mal sagen, dann hole ich mir den hier. Oh, wir haben eine Donald-Karte. Nice. Wunderbar, das hat super funktioniert. Ich mag die Welt. Das läuft hier echt gut. Wie sieht's aus? Da haben wir noch einen Herzlosen. Aber wir kommen auch an den Punkt an, wo wir... nur wiederholende Kämpfe haben. Dementsprechend wird das wahrscheinlich auch der letzte Kampf sein, den ich zeige. Ich wollte gerne Aladdin nochmal ein bisschen demonstrieren, aber wir haben leider nicht das Glück, dass uns Aladdin erscheinen möchte. Jetzt kann ich mal heilen. Hier mal nochmal eine Zweierkarte. Ja, ich würde sagen, ich mache den Raum hier fertig mit Onscreen-Kämpfen. Und den Rest werde ich dann rauseditieren, wieder wie immer. Oh, nice. Komm schon, Aladdin. Geil, 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 geil. Perfekt. Vom... ah, shit. Das ist das Problem, was ich zum Teil habe damit. Wenn wir nämlich in die andere Richtung hinbekommen hätten, wäre der schön durch alle Gegner durchgebraust und das hätte halt haufenweise gute... böses... böse Fettwampe. So. Oh, noch eine Aladdin-Karte. Mal sagen, so. Kannst du in die Richtung spielen, die ich hätte gern? Danke. Erstmal alles eingesammelt hier und... oh, wir hatten ein Level Up. Ich nehme mal ein bisschen mehr Gesundheit. Und gucken wir, was wir hier noch so haben. Okay. Schön. Auch hier wieder. Oh, Aladdin, Aladdin. Aladdin, Aladdin. Hier wäre es halt schön, wenn man hier direkt am Anfang eine Aladdin-Karte bekommt, kann man die halt super nutzen. Oh, da ist ein Aladdin. So. So müsste er gut stehen. Perfekt. Das ist mir dann halt am liebsten. Ihr seht, da sind doch gut Punkte rausgefallen. Und das hat sich dann halt doch gelohnt, ne? Diesmal haben wir keine Aladdin-Karte bekommen, aber eine Schatzkarte. Über die freue ich mich auch immer. Ich glaube, das war's jetzt auch mit den Gegnern hier. Nice, da war eine Kiste dran. Ah, eine Kugel. Und ihr seht schon, die Stände hier können wir kaputt machen, um mehr Mogri-Punkte zu bekommen. Die hier glaube ich nicht. Das ist Deko. Wie sieht es sonst hier so aus? Sieht gut aus. Da war gar nichts drin. Okay. Ein bisschen Heilung. Diese Töpfe hier können übrigens auch Gegner beinhalten. Darum müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Ich möchte hier auf maximalen Abstand gehen und die Fässer einzeln zerstören. Okay, hier waren jetzt keine Gegner drin, aber wie gesagt, in den Fässern können halt auch Gegner drin sein und da könnt ihr halt Punkte verlieren, wenn ihr beides gleichzeitig öffnet. So, wir haben eine Einserkarte, das bietet sich an, um eine Mogri-Karte zu erstellen. Dann können wir uns hier nochmal ein bisschen umsehen. Hier gibt es nämlich auch wieder Läden zum Zerstören. Weitere Mogri-Punkte, das ist immer gut. Und eine Wunderlampe-Karte. Wunderlampe war, wenn ich mich recht erinnere, aber das können wir einfach in der, im Kartenindex nachgucken, war die Wunderlampe auch eine gute Abschlussangriffskarte. Ihr seht schon, ein B und ein C-Plus in Hieb. Und wenn wir uns Heros ansehen, C-Plus in Hieb, B-Abschluss. Also Heros und die Wunderlampe sind sich eigentlich sehr ähnlich. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die eine als Anfang und die andere als Abschluss reinpacken. Ah, toll, danke. Nice. So, Herr guter Mogri-Freund. Dann gibst du mir ein paar Karten. Das ist eine gute Heros-Karte. Ja. Oh, aber zumindest eine gute Herzensbeier-Karte. Ich hätte gerne noch mal ein paar Karten. Aber zuerst hätte ich gerne ein Item, einen Itemsatz. Vielleicht eine gute High-Potion. Leider gar nicht. Verwehrt. Vielleicht einen Schatz probieren wir noch. Okay. Ne, das wird nix. Die kann ich alle verkaufen, die Potions. Dann machen wir mal die hier auf. Ja, da ist auch nichts wirklich Gutes dabei gewesen. Die hier ist ganz brauchbar. Wir haben ja doch jetzt einige Karten zum Verkaufen. Aha. Die Noller brauche ich nicht behalten, da ich da nur... Die brauche ich auch nicht. Stopp werde ich wahrscheinlich auch nie wirklich spielen. Die möchte ich behalten. Und ihr seht schon, da können wir alles verkaufen. Eine der Siebener werde ich behalten und die High Potion behalte ich auch erstmal. Dann kaufen wir noch mal ein paar normale Karten. Okay, das ist eine gute 9er Herzensbrecher, zumindest etwas. Ich habe leider kein Glück mit den Karten heute. Wir haben noch die hier, vielleicht habe ich da ein bisschen Glück. Eine 0 Premium. Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, die zu behalten. Da eine 0 Premium Karte ziemlich gefährlich ist. Die werde ich nicht benutzen. Die bietet sich auch nicht wirklich an. Mal noch ein paar Karten reinbekommen. Also ihr seht schon, wir verkaufen und kaufen und verkaufen und kaufen. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir halt ein paar anständige Karten. Ah, eine 0 Eis. Die bringt mir auch nichts. Eine Potion. Wie sieht's denn aus? Was habe ich denn für eine Potion drin? Eine 6. Immerhin haben wir eine 7. Dann packen wir die rein. Ich würde halt... Moment. Ich kann die 3er High Potion eigentlich verwenden, da ich die ja sowieso in Kombination mit den Vitas benutze, dann ist es nicht so tragisch. Dann kann ich nämlich die Potions verkaufen und habe nochmal genug Kohle für das letzte Pack hier. Komm schon. Eine 8 Königsanhänger, die ist zumindest etwas nützlicher. Ansonsten haben wir aber eigentlich nichts Gutes dabei. Ich behalte hier die besten drei. Die bringt mir, wie gesagt, nichts und die auch nicht.
Na gut, wir haben alle unsere Punkte versaut. Leider habe ich nichts wirklich übertrieben Krasses bekommen. Ich würde mal sagen, wir können ein bisschen aufräumen. Wie sieht's aus? Ich habe eine 6. Heros. Die packen wir hier rein als Abschluss. Dann, die möchte ich alle nicht benutzen. Wir können aber die hier mal benutzen. Dann machen wir die mal raus und nehmen hier ein paar von den besseren rein. So, das ist, sieht doch auch alles schon mal ein bisschen besser aus. Hier haben wir noch eine 5. Die 6 raus, die 8 rein. Die 6 raus, die 7 rein. So, jetzt würde ich gern die Premium-Karte noch nach oben packen. Dann sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Das ist so meine schwächste Combo. Aber im Durchschnitt passt es eigentlich doch relativ gut. 2 Nuller habe ich drin, dann mein 15er Eis. Das sieht alles gut aus. So vom reinen Aufbau sieht das alles gut aus. Jetzt kann ich noch ein paar von den 5er-Karten verkaufen. Und zwar vor allem hier. Das sieht doch ganz gut aus. Das ist jetzt mein Deck fürs Erste. Ich habe leider hier noch keine Abschlusskarte. Und das ist auch eine 6, also von daher. Naja, das ist. Also ich bin zufrieden damit. Die High Potion Karte hat vor allem den Vorteil, dass die High Potion alle Angriffskarten wiederherstellt. Dementsprechend auch unsere Premium-Karten. Dementsprechend ist es weniger verheerend, Premium-Karten zu benutzen. Als nächstes werde ich hier eine Schatzkarte spielen, um den Weltenschatz einzusacken. Was haben wir hier drin? Eine Kingdom Key Karte. Der Weltenschatz ist Gravitas. Okay. Hier haben wir noch eine Null Wunderlampe, die bringt mir auch nichts. Wie gesagt, die Nullkarten verwende ich eigentlich nur Königsanhänger, weil die eigentlich nicht dazu gedacht sind, Schaden zu machen, sondern zu unterbrechen. Wie sieht's hier aus? Okay, ihr seht, die Welt ist recht klein. Ich werde wahrscheinlich zwischen den Episoden die anderen Räume hier, also den Raum und den Raum hier aufbauen und verschiedene Karten dafür benutzen. Wir könnten hier erstmal die Karte verwenden für mehr Freundbegegnungen. Mehr Freundbegegnungen bedeutet mehr Aladdins, logischerweise. Und ich denke mal, dass ich die für alle Räume benutzen werde. Weil mehr Aladdins ist immer eine gute Sache. Das heißt nämlich auch mehr Mogri-Punkte. Setzen wir hier noch eine Freundkarte hin. Ist eigentlich eine gute Idee. Ich erstelle die jetzt alle schön. Und räume die Räume dann. Und räume die dann leer. Perfekt. Also ich werde die Räume hier alle klären. Zwischen den Episoden. Werde dann hier nach und nach halt die ganzen Gegenstände leider. Oh, da war eine High Potion drin. Eine 7. Cool. Ah, da hat er mich erwischt. Da hat er mich erwischt. Aber ich werde dann auch die 7 High Potion reinnehmen.
mehr Goofies. Au. Stunde der Magie. Die sind auch aggressiv hier. Böse Herzloses. Ach du Schande. Gut, aber ich muss dann hier auch die Episode mal beenden. Ich würde sagen, das ist hier so... Ich mache den Kampf noch, aber dann ist er auch gut. Die Donald- und Goofy-Karten bringen mir ja eigentlich gar nichts. Ah, das hat auch geholfen. Das andere, was ich vielleicht mal tun sollte, ist mein Decken mal ein bisschen zu überarbeiten, weil ich bin... Mir ist eine Sache eingefallen, an die ich gar nicht gedacht habe. Und zwar... Was wir tun sollten, ist die Nullen ans Ende stellen. Das macht sie ein bisschen nützlicher, weil ich sie nicht in meinem Deck so mittendrin rein verschwende. Weil die Karten auszuspielen bringt es eh nicht. Die sind eigentlich eh nur dazu da, aufzudecken. Zu stechen. Kartenstiche. Oh, nice, eine Feuerkarte. Na gut, wie gesagt, ich werde hier auf jeden Fall die Räume hier, die ich jetzt gerade alle erstellt habe, komplett von Gegnern befreien und leerräumen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier, wenn wir wieder Kingdom Hearts weiterspielen. Ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tridi.